Lustiges Erzählen. Jeden Freitag erzähle ich euch was Lustiges, was aber eigentlich gar nicht so lustig ist, sondern eigentlich die Erklärung, wie Werkzeuge funktionieren und worauf man dabei achten sollte. Und wie ihr wahrscheinlich am Titel und an dieser Aufnahme schon unschwer erkennen könnt, geht es heute um meine Sammelsucht von Japansägen. Nein, das ist es nicht, sondern es geht darum, euch zu erklären, welche Japansägen gibt es eigentlich so? Welche davon kann was besonders gut und welche brauche ich am Ende, damit ich das machen kann, was ich machen möchte? Und bevor wir jetzt auf die Klassiker und die sinnvollen Sägen kommen, die hier definitiv liegen, fangen wir jetzt mal mit denen an, die ich zwar besitze, die aber wahrscheinlich für die meisten eher nicht so sinnvoll sind. Es sind insgesamt 7 Stück, manche doppeln sich und wir fangen mit der größten an, diese hier. Die kennt ihr wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Video, wo ich nur mit Handwerkzeugen arbeite. Das ist eine riesengroße Auftrennsäge, ähnlich einer Whale Saw, die ich hier nicht habe, die aber auch sehr interessant wäre. Könnt ihr ja mal googeln. Hier sehen wir schon, wir haben riesengroße Zähne, ein ziemlich massives Sägeblatt und das Ding an sich ist auch ganz schön lang. Das ist also wirklich zum Auftrennen von großen Holzstücken, Bohlen und solchen Sachen. Wenn ihr viel mit Handwerkzeugen arbeitet, kann das interessant sein. Warum mache ich das so kurz? Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt in Deutschland zu kaufen gibt. Ich habe einen ganz, ganz netten Kontakt in Japan. Dadurch bin ich da rangekommen. Sonst wäre es schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Dinger tatsächlich heißen. Whale Saw ist noch ein bisschen was anderes, aber ich würde es jetzt so ähnlich nennen. Also, das haken wir schon mal ab als Special Interest oder so. Special Interest ist aber nicht immer was, was nicht unbedingt sinnvoll ist oder was ich nicht brauche. Je nachdem, was ich mache, kann Special Interest sehr, sehr wichtig sein. Zum Beispiel so eine Säge, eine Azubiki-Säge. Die gibt es auf jeden Fall in Deutschland und die hat auch auf jeden Fall einen ganz, ganz sinnvollen Grund, warum man sie brauchen könnte. Nämlich, wir sehen schon, wir haben 2 verschiedene Sägezahneinteilungen. Zu der Bedeutung davon kommen wir gleich bei der Ryoba. Was wir aber sehen, wir haben hier diese leicht runde Form des Sägekopfes. Und warum ist das so? Mit einer klassischen Japansäge oder auch mit einer westlichen Säge ist es ja so, dass wir in der Regel am Ende oder am Anfang eines Stück Holzes anfangen zu sägen und dann durchsägen. Mit dieser Säge ist es aber so, dass wir hier mitten in der Fläche ohne Probleme einen Schnitt starten können. Und das liegt einfach daran, dass die Säge so geformt ist, wie sie geformt ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Ausklinkungen innerhalb einer Fläche zu machen. Das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Zum Beispiel auch, wenn wir Nuten sägen. Ja, man kann Nuten auch von Hand sägen, gar keine Frage. Dafür ist diese Säge übrigens auch prädestiniert, indem wir uns einfach hier einen Klotz hinhalten und dann an diesem Klotz lang sägen. So können wir ganz tolle Nuten sägen und wenn wir diese Säge nutzen, zum Beispiel auch gestoppte Nuten. Das heißt, wir ballern hier nicht komplett durch, sondern fangen irgendwo in der Fläche an. Das ist also sehr, sehr cool. Azubiki-Säge. Finde ich top, allein schon wegen des Namens. Ist definitiv auch recht speziell, aber trotzdem nichtsdestotrotz sinnvoll. Was wir hier schon merken ist, die ist auch für eine Japansäge, die wir hier in Deutschland haben, recht dick. Was ebenfalls recht dick ist, jetzt die Überleitung hinkt ein bisschen, aber geht, ist der Rücken dieser Säge. Das ist die erste Säge, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen, gehört oder benutzt hat. Eine Dosuki-Säge, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie hier hinten einen verstärkten Rücken hat. Ähnlich wie das eigentlich bei allen westlichen Sägen ist. Den Vergleich zur westlichen machen wir gleich nochmal bei der Ryoba. Wir haben also hier eine Säge, die verstärkt ist und trotzdem dieses typische sehr, sehr dünne Sägeblatt hat, was wir uns gerade bei Verbindungen sehr zu Nutzen machen können, weil wir ganz wenig Material wegsägen müssen. Es geht also sehr einfach, weil wir einen sehr dünnen Schnitt haben. Und wir haben einen sehr feinen Schnitt, der also wirklich sehr präzise sein kann, weil wir nicht, wenn wir zum Beispiel auf der Linie sägen, wäre das mit dieser Säge schwierig, weil sie einfach sehr breit ist. Mit dieser hier wäre es schon etwas einfacher, weil wir wahrscheinlich ziemlich gut treffen. Was wir hierbei sehen bei der Dosuki ist eine Trapezverzahnung. Das sehen wir natürlich nur, wenn wir ungefähr so hingucken, weil es sehr klein ist. Trapezverzahnung, was bedeutet das? Genau wie beim Formatkreissägeblatt bedeutet das, dass die Sägezähne nicht so stehen, sondern so. Immer etwas versetzt. Warum ist das so? Trapezverzahnung ist ein guter Hinweis dafür, dass es sich um ein Sägeblatt für Querschnitte handelt. Das gilt auch bei der Formatkreissäge oder Tischkreissäge. Woran wir das aber auch sofort erkennen können, ganz, ganz einfache Eselsbrücke, wenn ich längs mit dem Holz schneide, so,
dann möchte ich möglichst wenig Zähne. Wenn ich quer zur Faser schneide, möchte ich möglichst viele Zähne. Das heißt, wir sehen hier, okay, das ist auf jeden Fall eine Dosuki für Querschnitte. Dosukis sind meistens Querschnitte. Trotzdem, und das habt ihr bei mir auch schon gesehen, kann ich natürlich so eine Säge auch für Verbindungen nehmen. Das heißt, für Schnitte mit der Faserrichtung. So, warum geht das? Ganz einfach, zwei Gründe. A, ist die Säge so gemacht, dass es geht? Und warum geht das im kleinen Maßstab? Wir sägen ja bei Verbindungen maximal 3 bis 4 cm weit runter, weil das wäre schon ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmender Zinken, wenn der so dick ist. Das heißt, für so kleine Schnitte funktioniert das eigentlich hervorragend. Und was wir dabei machen können, ist, wir können uns diese Rückenverstärkung sehr gut zunutze machen, weil sie das Sägeblatt einfach noch mehr stabilisiert. Wir bekommen also einen wirklich sehr geraden Schnitt. Gerade mit der Faser ist es ja so, dass die Säge gerne dazu neigt, der Faserrichtung zu folgen. Das können wir in einem gewissen Rahmen mit diesem Rücken noch ein bisschen mehr verhindern. Warum habe ich zwei? Ich habe jetzt einmal hier eine rote und eine blaue. Welche ist für was? Die rote ist für Hartholz, die blaue für Weichholz. Glaube ich, weiß ich nicht ganz genau. Ich nehme beide für beides. Ganz ehrlich. Insofern, bei der Dosuki lernen wir schon mal, wir haben eigentlich immer einen Rücken. Sie ist grundsätzlich für Querholzschnitte. Wir können sie aber auch bei Verbindung für Längsholzschnitte nutzen. Und die Dosuki ist definitiv eine Säge, die eigentlich jeder gut gebrauchen kann, gehört zur Grundausstattung dazu und wird meistens deshalb auch in einem Set verkauft zusammen mit einer Ryoba. Eine Ryoba kennt, glaube ich, jeder, der diesen Kanal guckt, kennt diese Ryoba, die Bakuma. Absolut immer noch meine Lieblingssäge. Trotzdem habe ich eine neue. Wie kann das sein? Ich habe schon länger von Zetsaw die Dosuki und eine Sache ist mir dabei immer aufgefallen, die ist erstaunlich scharf. So scharf, dass ich mich auch jetzt beim aus dem Regal nehmen wieder geschnitten habe. Deswegen habe ich mir drei neue bestellt, direkt aus Japan. Eine Dosuki, eine Ryoba und eine Katawa. Dazu kommen wir ganz am Ende. Und ich habe das Paket ausgepackt, direkt vor dem Zoll und habe mich direkt geschnitten. Also die sind wirklich schweinescharf, noch mal schärfer als die Bakuma. Braucht man das im Alltag? Nein, am Ende geht es einfach darum, was gefällt euch besser. Hier gibt es natürlich kleine Unterschiede, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir wollen einfach gucken, was macht denn so eine Ryoba-Säge aus? Und was wir natürlich sofort sehen, ist, wir haben zwei verschiedene Zahnungen. Genau wie bei der Azubiki auch. Wir haben eine grobe Seite und eine feine Seite. Das heißt, mit einer Ryoba kann ich sehr gut längs der Faser, aber auch sehr gut quer zur Faser schneiden, je nachdem, welche Seite ich nehme. Und während wir diese Ryoba in der Hand haben, können wir ganz viele andere Sachen, die Japan-Sägen ausmachen, sehr, sehr gut erklären. Zum Beispiel, wenn wir genau hingucken, können wir sehen, dass diese Zahneinteilung unten sehr, sehr fein und sehr klein ist und dann größer wird. Und das hat den Grund, dass wir dadurch leichter hier am Anfang den Schnitt starten können. Mit leichten, ganz kleinen Bewegungen, mit den feinen Zähnchen hier starten wir das Ganze. Und sobald wir ein bisschen weiter sind, können wir das ganze Sägeblatt nutzen und bekommen einen schönen, sauberen, geraden Schnitt hin. Und wodurch kommt bei einem so dünnen Sägeblatt dieser super gerade, saubere Schnitt? Das ist genau der Trick bei Japan-Sägen. Dieser Stahl zieht sich wie jeder andere Stahl auf Zug gerade. Das ist wie bei einem Gummi oder bei einem Band, wenn wir das hinlegen und anfangen, das zu ziehen, dann zieht sich das gerade. Wenn wir das aber drücken, wie das bei westlichen Sägen ist, dann drücken wir es in so einen Knäuel. Und so wäre das bei Japan-Sägen auch. Wenn wir versuchen, damit auf Druck zu sägen, passiert das. Unsere Zähne sind kaputt. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Die ersten drei Japan-Sägen aus dem Baumarkt, die ich hatte, habe ich mehr oder weniger instant geschrottet. Es war ein langer Lernprozess und deswegen können wir auch schon so ein bisschen verstehen, warum westliche Sägeblätter meistens deutlich dicker sind und vor allen Dingen einen wesentlich, wesentlich, wesentlich dickeren und stabileren Rücken haben. Denn die müssen ja diesen Druck ausgleichen. Bei Japan-Sägen andersrum ist es so, wie ich gerade gesagt habe, sie ziehen sich auf Zug gerade und dadurch können wir so präzise sägen, wenn wir verstehen oder lernen, was japanische Sägen bedeutet. Das bedeutet, wie bei allem Sägen eigentlich, anders als beim Hammer brauche ich keine Kraft. Ich brauche Technik, nämlich im richtigen Moment etwas Druck aufzubauen und zu ziehen, die Länge auszunutzen. Und um das Ganze in Worte zu fassen, fällt mir ein, als ich das erste Mal bei meinen Großeltern einen Baum gefällt habe, kam irgendwann mein Opa und hat zu mir gesagt, wie wär's, wenn du die Säge arbeiten lässt, anstatt dass du dich hier so abrackerst. Und
Das hat damals Sinn gemacht. Ich hatte so einen blöden Fuchsschwanz. Das Gleiche macht aber auch bei Japansägen ganz viel Sinn. Die Säge soll sägen, nicht mein Oberarm. Ich muss die Säge nur führen und halten. Die Zähne machen den Rest. Das heißt, das, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu lernen, wie viel Druck und Kraft brauche ich eigentlich, um sauber und ordentlich zu sägen. Das ist das, was leider etwas dauert, aber wenn man es raus hat, sehr viel Spaß macht. Denn man kann auch mit der Ryoba sowohl längs als auch quer sägen, auch jeweils mit der anderen Zahnreihe, das seht ihr bei mir ständig. Und dadurch haben wir dann im Endeffekt bei der Ryoba wirklich ein super geiles Allzweckwerkzeug, mit dem wir fast alles sägen können. Deswegen sieht meine neue Setsaw, auch wenn sie noch ganz neu ist, schon so aus. Das Sägeblatt ist durch alles Mögliche schon durchgeballert. Die Bakuma ist vom Sägeblatt noch ein bisschen besser im Schuss, obwohl ich sie noch mehr benutzt habe. Da sehen wir vor allen Dingen, dass ich sie viel benutze an diesem, sagen wir mal, leicht verfärbten Griff. Also hier sehe ich, wo ich sie festhalte, die habe ich schon viel in der Hand gehabt. Und das ist auch genau das Wichtige. Also so eine Japansäge, gerade wenn wir in so einem Set arbeiten würden wie hier, Dosuki Ryoba, damit sind wir top aufgestellt. Dann haben wir eigentlich grob die Handsägen zum Sägen, Ausklinken, Verbindungssägen, die wir brauchen. Was natürlich ganz wichtig ist, was ich ganz oft sehe, was ich auch manchmal selber mache, ist, dass man zum Beispiel einen Dübel absägt, der hier drin ist und noch übersteht, und wir nehmen eine Ryoba. Warum sollten wir das nicht machen? Wenn ich mit der Ryoba hier den Dübel absäge, dann säge ich natürlich auch hier mit der anderen Zahnung hier hinten ins Holz. Das heißt, ich mache eigentlich mehr kaputt, als dass ich es repariere, denn während ich den Dübel absäge, säge ich auch hinten das Holz. Das heißt, für solche spezielleren Zwecke gibt es natürlich andere Sägen, zum Beispiel eine Kataba. Eine Kataba ist auch wieder eine rückenlose Säge, aber wenn wir uns mal was anhören, das haben wir gehört. Deutlich dickeres Sägeblatt, wesentlich massiver. Das heißt, die Kataba ist grundsätzlich mehr für wirklich lange Schnitte, wo das Sägeblatt robuster sein muss, einfach weil es mehr Druck aushalten muss. Aber wir können sie natürlich aufgrund der rückenlosen Form auch perfekt nutzen, um Dübel abzusetzen. Denn wir sägen hinten nicht rein. Perfekt. Auch hier, wenn wir genau hingucken, sehen wir bei der Kataba, wenn ich nicht spinne, ein Trapezzahn. Also auch hier eher für Querschnitte. Es geht aber genauso gut längs. Das ist gar kein Problem. Brauche ich jetzt deswegen unbedingt eine Kataba? Weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was ihr macht. Ihr könnt natürlich auch mit einer Dosuki einen Dübel absetzen. Da hat man nur den Nachteil, dass natürlich der Rücken irgendwann immer auffliegt. Und das verfälscht ganz enorm das Sägeergebnis. Wenn wir das Ganze ohne den Rücken machen wollen, eignet die Säge sich nicht sehr gut, weil wir hier oben sehr, sehr wenig Sägefläche haben, die frei vom Rücken ist. Also haben wir jetzt über Sägen gesprochen. Viele Vorteile und Nachteile der verschiedenen Sägen gehört. Ein wichtiger Nachteil bzw. Vorteil ist natürlich noch, das hatte ich ja schon angesprochen, das sehen wir dann gleich nochmal, sehen wir hier, ist einfach ein bisschen die Sägeblattdicke, auch wenn ich jetzt gerade hingucke und denke, Gott, ist die Veritas Zinkensäge ist aber auch dünn. Ich packe die mal wieder weg. Also grundsätzlich ist es so, dass japanische Sägeblätter etwas dünner sind und flexibler. Ist flexibel ein Vorteil? Ja, manchmal. Es gibt ja auch Leute, die solche Sachen machen wie den hier, die so ein bisschen hochbiegen. Das geht in einem gewissen Rahmen, aber wenn ihr das machen wollt, ganz wichtig, guckt euch an, ob die Säge dafür geeignet ist. Denn das geht zwar hiermit, aber ich glaube, sie mag es nicht. Und das ist auch genau das, was ganz schwierig ist bei Japansägen. Man muss sich das Thema angucken, anhören, was gibt es, das habt ihr jetzt gerade gemacht, dann überlegen, was passt zu mir, und dann muss man sich selber und dem Körper vor allen Dingen die Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Denn das Sägen mit solchen Japansägen ist einfach doch ganz anders als mit klassischen europäischen Sägen. Das liegt einfach daran, dass wir die Säge ziehen, dass wir die Kraft anders einteilen müssen und dass das Sägeverhalten einfach ganz, ganz anders ist. Das Wichtige ist, gebt euch die Zeit, fangt an und dann fangt vor allen Dingen auch an auszuprobieren, was für euch gut funktioniert. Es kann ja auch sein, dass ihr feststellt und sagt, nee, ich nehme die Zahneinteilung nur so, wie die Säge das möchte, weil das für mich besser funktioniert. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch wichtig. Genauso ist es wichtig, im Zweifelsfall auch mal zwei verschiedene Marken in die Hand zu nehmen, weil man einfach doch einen Unterschied merkt. Also ich weiß von ganz vielen, die Bakuma jetzt zum Beispiel mal gekauft haben, vielleicht vorher nur Baumarktsägen hatten. Das sind einfach zwei Welten. Das ist bei mir auch so gewesen, als ich das erste Mal eine richtige Säge gekauft habe. Dachte ich mir so, ja gut, ich habe ganz schön viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mit einem Löffel zu sägen. Das heißt,
Gebt euch die Zeit, gewöhnt euch dran, denn das Sägen auf Zug belohnt einen wirklich mit sehr, sehr präzisen, sauberen Schnitten, wenn man es ordentlich macht. Und das Schöne ist, man hat am Ende wieder ein Werkzeug mehr, wo man eigentlich, wenn man genau hinguckt und auch bereit ist, zwei oder drei Werkzeuge zu haben, für jede Situation optimal gewappnet zu sein. Das ist ja genau das, was daran Spaß macht, Tischler zu sein oder Hobbyhandwerker oder wie auch immer, in der richtigen Situation mit dem richtigen Werkzeug eine tolle Lösung zu erzielen. Und ich hoffe, dass ihr auch mit euren Japansägen tolle Lösungen erzielt. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so benutzt, was ihr noch nie benutzt habt und was ihr gerne mal sehen würdet. Zum Beispiel die schon am Anfang erwähnte Whale Saw. Wenn ihr sehen wollt, wie ich 34 Stunden lang so einen Baum quer aufsäge, dann können wir das vielleicht mal machen. Ich weiß, ich hoffe, ihr sagt nicht, dass ich es machen soll. Ich habe nicht so viel Bock, aber wir können es machen, denn am Ende geht es ja darum, euch Werkzeuge zu erklären. Das war ein kleiner Überblick über das Thema Japansägen. Es gibt natürlich noch speziellere und andere Japansägen, die werden wir uns, wenn es irgendwann mal soweit ist, auf jeden Fall anschauen. Vorher schauen wir uns irgendwann westliche Sägen und vor allen Dingen auch die Laub- und Bügelsägen an, denn da fragt ihr schon ganz oft nach, hä, was, warum hast du diese rote? Da kommen wir zu. Ganz wichtig, guckt euch das Thema Sägen nochmal in Ruhe an, denn jetzt am Sonntag schauen wir uns ja wie jeden zweiten Sonntag wieder eine Holzverbindung an und dafür brauchen wir definitiv mindestens eine dieser Sägen. Und wie ihr wisst, eignet sich sowohl die Ryoba als auch die Dosuki dafür, also sucht euch die aus, die euch am besten gefällt. In diesem Sinne, bis Sonntag und jetzt heißt es auf Wiedersehen. Tschüss. Passt auf, die sind scharf. Ah!